Nach fast 5 Jahren trifft Barack Obama wieder in der deutschen Hauptstadt ein. Inzwischen an Bord der Air Force One als Präsident der USA, begleitet von Ehefrau Michelle und beiden Töchtern. Das strahlende Lächeln hat Obama nicht verlernt. Sein Image als Heilsbringer hat der 44. US-Präsident inzwischen aber auch in Deutschland eingebüßt. Nicht wenige nehmen dem Friedensnobelpreisträger von 2009 die massive Ausweitung des gezielten Tötens durch Kampfdrohnen übel. Seit den Enthüllungen über das NSA-Überwachungsprogramm wird dem ehemaligen Rechtsprofessor zudem vorgeworfen, die Einschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte voranzutreiben. Es bleibt abzuwarten, ob die Protestaktionen in den Straßen Berlins die Gesprächsagenda des amerikanischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin beeinflussen werden.